Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Mein Name ist Stofi Ade, falls ihr uns noch nicht kennt. Ich bin in Wahrheit eigentlich Gollum. Falls ihr uns, also mich und meinen Schatz noch nicht kennt, willkommen auf den Kanal. Ach, keine Ahnung, deutsche Sprache, schwere Sprache. Lernt lieber Japanisch. Falls ihr mich noch nicht kennt. Was ich sagen wollte, ist, falls ihr mich noch nicht kennt. Und ich hatte eigentlich die Idee, Waschbärjagd machen wir irgendwann mal. Wir brauchen eh noch 3 Rehfelle, bevor wir ins Schneebiom können. Bauen wir erstmal unseren Wall hier weiter. Unsere Wall. Was mich aber eigentlich stutzig macht, ist, ich laufe zwar blau an und die Eingeborenen auch, aber ich finde halt schon blöd, dass die dort überhaupt leben können, weil eigentlich sind Eingeborene oder Kannibalen sind ja auch Menschen, die fressen nur Menschenfleisch oder essen nur Menschenfleisch, sind halt ein bisschen geistig krank. Gibt ja auch im echten Leben schon Kannibalen. Ich weiß nicht, war das der Kannibale aus Rotenburg, der online Leute gesucht hat, die er essen kann, und es sich sogar Leute drauf gemeldet haben, die gegessen werden wollten. Ich weiß nicht, das ist eigentlich krank, aber deswegen sind ja eigentlich auch nur Menschen. Warum kriege ich dort Schaden oder würde irgendwann sterben, wenn ich zu lange ohne Wärmeanzug dort bin und die überleben das? Das ist doof. Das finde ich nicht gut. Aber ich werde jetzt die Nacht dazu bringen, falls ich kann, meinen Wall weiterzubauen. Und wahrscheinlich kann ich nicht. Danke. Nicht mit mir. Oh, ich hole einen Bogen raus und gleich kriegst du Angst. Da holt er den Bogen raus und du kriegst gleich Angst. Bist du ein kleiner Affe? Alter! Bist du wirklich eine Frau? Also Bogenschießen muss ich noch lernen. Bogenschießen muss ich eigentlich noch lernen. Aber das kriege ich mittlerweile irgendwann mal auf der Reihe. Oder auch nicht. Aber ich werde jetzt mal mich drum kümmern hier. So, anlegen. Ein bisschen geschützt muss sie ja auch sein. Federn. Mal gucken, ich brauche was zu essen. Komm. Komm. Kämpf mit mir. Komm her. Hallo. Komm. Du glaubst
Ernsthaft, du hast eine Chance gegen mich. Alter. Da glaubt jemand, er sei stark. Ich muss unbedingt mal wieder jagen gehen. Also. Weil, da hängt halt nur Kannibalenfleisch. Warum verschwindet das eigentlich immer wieder? Warum wird meine Futterstation immer. Ich lasse erstmal zwei stehen. Ich baue da noch ein drittes hin, sobald der Damm repariert ist. Irgendwie habe ich das ge... Kacke. Und ich gehe mir kurz das Blut abwaschen. Komm. Nein. Jetzt habe ich keinen Bock auf euch. Ihr glaubt ernsthaft, ihr habt eine Chance gegen mich. Komm. Alter. Immer wieder diese Frau, die meint abhauen zu können. Kannst du vielleicht gerade auch. Mir die Knochen. Komm. Das ist echt nicht cool, großer. Nein. Das ist echt nicht cool. Okay. Komm. Oh, die hat... Boah, die...
Komm, 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 komm. Na? Traust du dich? Traust du dich? Komm. Will ich. Ah, du Dreckige. Da läuft die weg. Ich brauche was zu essen, so. Nur das ist Fakt und mir zählt nicht. Also muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich Essen bekomme. So. Aber dennoch muss ich euch alle hier, ich wollte eigentlich das Haus weiterbauen. Die Chance hatte ich dazu nicht. Alter. Seid ihr alle. Seid. Seid ihr alle. Ich glaube, du hast Freunde geholt. Ich glaube, du bist. Du dreckige Sound, ich habe nicht gespeichert. Oh Gott, eins muss ich euch jetzt leider beichten. Da ich nicht gespeichert habe, muss ich das leider nochmal machen. Weil sonst verliere ich meinen ganzen Fortschritt. Die Eingeborenen werden wahrscheinlich die Toten dort weg sein jetzt. Aber ich habe schon einiges an Knochen gesammelt und das wäre halt alles weg und das kann ich nicht zulassen. Komm. Komm, hoch hier. Lass es einfach Tag sein. Regnet es etwa? Weil hier was runtertropft? Keine Ahnung. Ich muss was essen. Niedrige Energie, das ist dreckig. Ich brauche was zum Naschen. Und das ist am besten hier jetzt erstmal schnell hier so ein Snack und Drink. Wo muss ich denn lang oder hin? Dahin. Oh Gott. Ja. Das lief anders als geplant. Ich sammle jetzt unterwegs wenigstens. Wenigstens ein paar dieser giftigen Sachen. Oh. Du machst es mir echt einfach. Nee. Nee, nee, nee. Ach ja. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ob er es glaubt oder nicht.
Ich hätte gern die Kettensäge. Und ich denke mal, alles nur, weil ich die Frau nicht erwischt habe. Die hat dann ihre Kollegen gerufen und dadurch bin ich gestorben. Das denke ich einfach mal. Die kamen ja wieder. Die sind nicht dumm. Die werden immer schlauer. Ja. Ihr werdet immer schlauer. Und das gefällt mir gar nicht, dass ihr schlauer werdet. Das gefällt mir eigentlich ganz und gar nicht. Ihr müsst wieder dümmer werden. Naja. Hoffentlich kriege ich diese giftigen, finde ich einige dieser giftigen Dinger da. Das ist mir schon wichtig, dass ich einige der giftigen Bären finde, um alles, was ich kann, zu vergiften. Hier ist wieder dieses mystische Loch. Ja, wäre dein Freund nicht weggelaufen, wärst du noch am Leben. Naja, kann man nicht ändern. Jetzt ist es, wie es ist. Warum sieht mir das hier nur so gefährlich nach Krokodilen aus? Vielleicht, weil das Wasser so grün ist. Ich weiß nicht, ob die hier leben oder nicht. Ich habe kaum welche gesehen, nur einmal irgendwo. Aber das sieht halt, weil das Wasser so gefährlich grün und matschig ist, sieht mir das hier schwer nach Krokodilgebiet aus. Und deswegen werde ich jetzt auch einen Teufel tun, da ins Wasser zu gehen. Weil manchmal sehen Krokodile echt aus wie ein Baumstamm. So ein Headshot kann manchmal Wunder bewirken. Man muss halt nur einen Headshot verpassen. Oh Gott, jetzt gehe ich auch noch falsch. Hier ist wieder das Plumpsklo und dort hinten ist eigentlich meine Bude. Ich weiß, ich bin, glaube ich, langsamer mit diesem Typen hier im Schlepptau, aber der ist mir halt wichtig. Da ich wahrscheinlich die Knochen seiner drei, vier toten Freunde nicht bekommen werde. Da die schon von ihresgleichen bestattet oder so wurden. Mal gucken. Manche Sachen fallen mir echt nicht leicht. Echt nicht leicht. Hi. Ist da unten meine Hütte?
Ja. Meine Hütte, die noch im Aufbau ist. Hier guckt niemand mehr da, Leichen überall noch, Überreste aber an. Und das ist natürlich, ja, vergolt. Ja. Alle wurden sie weggeschafft. Hier wollen wir ein rotes Haus haben. Oh, Moment mal hier. Da lag noch wer. Den habt ihr wohl übersehen. Und den hier. Nicht alle habt ihr mitgenommen, das ist gut. Das passt mir auch. Das ist sehr schön. Du ärgerst mich heute nicht. Einen dümmeren Raben habe ich noch nie gesehen. Oh. Hier sind die toten Vögel. Eins, zwei, ja. Brate ich mir dann, wenn es soweit ist. Jetzt muss ich erstmal weiterbauen. Ich weiß, gespeichert habe ich immer noch nicht. Gut, okay. 14 Pfeile. 14 Federn, keine Pfeile. Klappt wohl nicht mehr ganz. Schade. Stimmt, einer fehlt da. 10 Pfeile konnte ich machen. Komm. Ich brauche dich. Und mehr Pfeile. Oh, ein Eingang. Komm her. Bald seid ihr froh, wenn ihr hier nicht mehr durchlaufen könnt. Also zumindest bin ich dann froh. Moment mal, der hat auch keine Verbesserung mehr. Das heißt, ich könnte die hier mit Federn.
Kann ich eben nicht. Hat zwar auch keine Zähne und so mehr dran, aber hat wohl trotzdem noch alle vollen Wertungen. Naja. Baumharz finde ich auch immer noch, das ist eine großartige Sache. Stein kann ich nicht mitnehmen, das ist keine großartige Sache. Wobei ich weiß nicht, wie viel dieser Container umfasst, aber ich habe ja genug. Mich zerstörst du nicht. Ich werde gleich mal was machen. Nee. Gar keinen Bock auf euch. Ja. Töte mich. Töte mich und ich habe nicht gespeichert. Ich mach kurz die Facecam an. Den habe ich gerade gemacht. Die bleibt kurz an. Ich beende auch gleich den Part hier. Es ist nachts. Ich werde den Wall weiterbauen, aber erst im nächsten Part. Hier, guck mal, wie leer das wieder ist. Gott, das war so voll und toll. Vielleicht werde ich die Nacht wieder kämpfen und am Tag weiterbauen. Ich weiß es nicht. Aber lasst mir euch einen Rat mit auf den Weg gehen, Ben. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Habe ich bisher gedacht. Passt auf. Aber wenn es um Speichern geht, speicher so oft es geht. Immer wenn du an dein Haus vorbeigehst. Immer wenn du rausgehst. Speicher. Egal in welchem Spiel. Speicher. Ich habe gerade ein bisschen am Wall gearbeitet und die ganze Nacht lang Eingeborene geschlachtet und fast, die zweite Kiste mit Knochen voll bekommen. Und dann stirbt er einfach. Dummheit tut doch echt weh. Haut rein, Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.